liegt da einfach das ganze Fleisch auf dem Boden. Na toll. Ich hoffe, der Boden ist gefeudelt, dass man davon essen könnte. Weiches Zeug, okay. Blut und Fett entfernen können. Das ist noch einiges, was man noch freischalten kann, ne? Was da noch kommt. Bücher schreiben, kann ich total gut. Das kommt wahrscheinlich in dem Moment, wo wir in die Kirche können. Dass wir da lesen und schreiben lernen vielleicht. Oder überhaupt... Na gut, es wurde ja gesagt, dass wir entweder Tinte und Papier vom Leuchtturm Kasper finden. Oder aber das in der Kathedrale, in der Kirche. Kathedrale ist ein bisschen übertrieben. In dieser kleinen Miniaturkapelle selbst dann basteln können, selbst herstellen können. Und ich muss noch einen Komposthaufen bauen. Das wäre mal schön. Die Maden brauche ich dann wahrscheinlich für zum Angeln, ne? Oder die Insekten auch. Ah, sammeln Motte. Ah, oho. Das kann ich noch gar nicht machen. Very interesting. Und ab hier brauche ich fast überall blaues Zeug. Wahrscheinlich, weil das so ein Fortschritt ist, dass man halt, ne, dass man dazu halt gezwungen wird, dass man halt auch den die Hauptaufgabe quasi weitermacht. Okay, das dauert noch lange. Hier war nichts Spezielles. Doch Platz für Bärenstrauch, Platz für einen Apfelbaum. Aber na gut, Platz halt, ne? Platz alleine heißt ja noch nichts. Heißt ja nicht, dass Erde dann auch direkt pflanzen wird und kann. Sieht ein bisschen albern aus. Komm, pass auf, 10 Stöckchen. Stöckchen kann ich aber nicht herstellen, ne? Muss ich sammeln. Da ist noch was alles Verstöcktes hier. Wo ich nicht hinkomme. Hurra. Da ist noch was Verstöcktes. Drei Stück. Ich meine, ich kann auch die Bäume fällen. Oh ja, 4 Stück kommen da raus. Ich habe jetzt 8. Okay. Sensationell. Nur die kann ich nicht. Doch, die kann ich killen. Und nochmal 4 weitere. Okay, das heißt, ich habe jetzt 12. Mathematik. Immer wieder überraschend. Das heißt, mit dem Komposthaufen kann ich hoffentlich kompostieren. Und er sieht aus wie ein schlecht gepflegter Gartenteich, so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Fertigen kann ich nichts. Das heißt, ich kann einfach irgendwas Biologisches da reinkloppen, oder was? Wenn ich mir jetzt noch so ein Pilzchen hole. Ha? Nö. Mist. Ha. Na gut. Dann habe ich keine Ahnung. Irgendwas wird da schon mit passieren. Aha. Da reicht schon wieder die Energie nicht für aus. Natural Wash. Machen wir noch einen draus. Und auch so, dass ich den auch mitnehmen kann. Hier, Oller Pilz benutzen. Plopp. Das heißt, ich werde nochmal hier was herstellen. Nochmal einfache Eisenstücke. Und dann sollte die Zeit noch reichen oder die Energie noch reichen, um da unten den Leichenannahmeschalter aufzubauen. Nennen wir den mal so. Ich glaube zumindest, dass das so einer sein soll. Da steht Leichen hinwerfen, Objekt mal anfertigen auswählen. Fixed Corpse Hatch, genau. Das frisst unheimlich viel. Wow. Ah, jetzt habe ich nicht genug. Wow. Okay, ein Stegchen hier. Bombs. Ah, das ist die Klappe. Ah. Rutscht das dann hier direkt durch oder was ist das? Was ist hier los? Ach so. Ah. Aha. Das muss ich ja auch noch machen. Das ist genauso blöd. Hat der noch was zu melden hier? Gib ihm Wein. Muss ich gucken, wo ich den mal herbekomme. Ich meine, der wächst ja auch nicht auf Bäumen.
Nur auf, naja, auf Streuern halt, ne? Fleisch. Ah, nochmal Technologie kann ich halt auch wirklich nicht hier machen. Da brauche ich überall jetzt die Kirsche für. Diese kleinen roten Früchte. Na gut, okay, ich kann hier Glas herstellen. Und komplexe Eisenstücke. Blaupause, Amboss, natürlich. Endlich noch ein Amboss. Eisenmeißel. Mal gucken, wo ich den dann für brauche. Von der Zeit her sollte das jetzt passen, dass das Eisen, zumindest ein Eisen, dann nochmal fertig ist. Ja. Und anscheinend auch das Einzige, was da noch drin war. Das heißt, ich kann jetzt nochmal Eisenteile basteln. Ah, ist gut, dass ich das jetzt selber kann. Weil gefühlt braucht man hier fast überall für. Das ist ja schlimm. Als ob das ein haltbares und sinnvolles Material wäre zum Verarbeiten. Ich weiß es nicht. Hier, da hat bestimmt die Eisenlobby die Finger im Spiel. So, ich hoffe mal, dass du dich dann durch die kühle Lagerung hier unten, dass alles dann ein bisschen schöner funktioniert. Was gibt's denn hier noch? Vorbereitungsplatz, Pritsche. Das sind alle ziemlich teuer. Das heißt, ich kann hier alles vollstellen, oder wie ist das? Was soll ich denn mit so vielen Leichen? Reicht nicht eine hier oben? Keine Leiche. Na schade. Ich meine, gut, das hat seine Vorteile, aber na schade. Okay, das heißt, kann ich hier noch im Moment noch irgendwas machen? Ich kann Zeug halt reparieren, theoretisch. Hätte ich denn Werkzeug dafür? Ich kann zumindest neue Grabsteine herstellen. Ich habe jetzt, warte mal, ich habe doch hier Werkzeuge, Baumwerkzeuge. Bergbau Steinmetz. Steinreparaturwerkzeug. Sollte funktionieren, ne? Und halt allgemein so ein paar Steingrabsteine vielleicht mal herstellen. Oder halt schöne Kreuze. Also ein Reparaturwerkzeug. Ich meine, da sind ja Sachen vorhanden, ne? Dass man die vielleicht nutzt. Ein Stein. Werkzeug. Braucht Lehm. Und Eisen vor allem. Na, machen wir es halt nicht. Machen wir noch mit normalen Steingrabsteinen. Von der Stange quasi. Ob das was mit, da jetzt was mit reißen kann. Ist ja die Frage, wo ich den jetzt hinkloppe dann. Minus 3 ist natürlich nicht schön. Ich meine, er hat Potenzial, aber gut, es würde keine minus 3 mehr bringen, ne? Wenn ich das hier wegreiße. Das würde jetzt nicht unbedingt positiv sein, aber es ist auch dann nicht mehr so negativ. Man muss es mal von der Seite aussehen. Reicht es noch? Ja. Plus 2? Okay, ich bin bei minus 2 insgesamt. Okay. Dass die alle Schrott sind, ne? Schlimm. Total schlimm. Ich meine, ich kann die schon mal entfernen, ja. Machen wir das. Mit Reparaturwerkzeug scheint es ja noch nicht so schnell voranzugehen. Kenne ich das auch mal. Achso, warte mal. Ich hätte mal hier das Fleisch da nochmal reinziehen sollen. Ich habe keinen Platz dafür. Ne? Toll. Ich zerstöre. Naja, will ich das zerstören? Ich hau mal immer auch nochmal den Honig rein hier. So, jetzt habe ich Platz. Das passt. Das würde ich gerne reparieren. Ich kann es zumindest schon mal entfernen. Wenn ich den Platz hätte. Ja, einen Stein habe ich jetzt. Ja, wow. Aber ich habe zwei EU-Kunden hier. Das ist schon mal gut. Das kann man weg. Ja, so geht. So.
nochmal wieder ins Bett hauen, wie die Zeit vergeht. Mal gucken. Ich meine, klar, die Leiche wird dann wahrscheinlich in die Klappe reingeworfen und dann liegt die da halt drinnen rum, ne? Einfach so auf dem Boden. Und sifft wahrscheinlich den ganzen Boden voll. Ich sehe das schon kommen. Kann ich nochmal Holz hacken hier? Brennholz. Nicht gut, ich kann aus dem Kreuz kann ich Brennholz machen, ne? Oder auch nicht. Ja, ist wenig Ausdauer. Die zählen jetzt aber nicht, ne? Oder? Nops. Stöckchen. Ja, ist okay. Alles rein damit. Und Brennholz. Kann ich wahrscheinlich wieder nicht dabei haben. Nops. Ach ja, ach Mensch. Platz. Platz, Platz. Bald bin ich auch immer vollkommen am Limit. Ich meine, ich muss auch lange nicht alles dabei haben, ne? Von dem, was ich denn dabei habe. Wie man vielleicht merken könnte. Aber es bietet sich halt an, das ist halt so. Das ist halt so einfach. Ne? Einfach nicht alles ausräumen. Hier die Hanfsamen, ja. Den Stein vielleicht. Ja, das Bienenwachs vielleicht mal. Den ganzen Quatsch hier. Siehst du mal. Ganz andere Welt. Achso, ich habe eh keine Energie. Mist. Na, okay. Gut, es ist auch mitten in der Nacht. Also nicht nur mitten, sondern mittens in der Nacht. Es wäre interessant, wenn man jetzt noch quasi so ein paar Träume, so ein paar Traumfetzen sehen könnte. Dass man zumindest irgendwie was zu tun hat während diesen Screens. Wenn man irgendwie was Spannenderes sieht, außer aufsteigende Zahlen und schwarz. Aber was habe ich auch Ansprüche? So. Brennholz. Brennholz. Holzkeile könnte ich auch mal langsam herstellen. Okay, 100 habe ich neu. Ich hoffe, der geht. Na gut, der muss höher als 100 gehen. Ich wollte gerade sagen, wenn das 160 bringt, die Kohle, sollte man das meinen. Dann lasse ich endlich mal 3 Stück herstellen. Diesmal dran gedacht, dass es ja, dass man ja Pfeile hat. Okay, dann habe ich halt Eisen. Ne? Die Frage ist nur, was mache ich denn damit? Wahrscheinlich Werkzeug herstellen? Ne, wahrscheinlich brauche ich einen Eisenbarren, um nicht sowas herzustellen, sondern... Gut, ich kann natürlich noch den Stein zerlegen, klar. Ein Stein. Achso, die kann ich da zurück herstellen quasi. Na gut, die waren ja kaputt, ne? Ziemlich. Ne, Moment. Das ist andersrum gemeint. Ich kann eine Steine in den Grabumrandung machen. Kann ich das ernsthaft? Ne, okay, so rum war es gemeint, okay. Hatte ich noch eine steinere Grabumrandung hier liegen oder was? Oder hatte ich die im Inventar? Ich weiß es gerade nicht. Na gut, ist egal. War jetzt nicht unbedingt ideal. Na gut, solange ich noch kein Reparaturwerkzeug machen kann, ist es auch, glaube ich, ziemlich schnuppe. Ich kann neue Grabsteine herstellen. Ich meine, die sind wunderhübsch, ne? Die bringen halt auch 2 hier, aber die brauchen halt Eisen. Und dann sehen sie halt nicht alle gleich aus. Ich mache nochmal ein Holzreparaturwerkzeug, weil es geht. Oder 4 Stück vielmehr, nicht nur 1. So. Ah, sehe ich denn jetzt noch außen, wenn hier eine Leiche da irgendwie drinnen liegen könnte? Oder was Neues gibt? Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und ich muss nochmal in die Stadt und nochmal die Urkunden abgeben. Damit ich ein bisschen Knete bekomme. So, Qualitäts...
Mensch hier fast. Da fehlt noch was Gutes. Ah gut, ich habe Holzreparaturwerkzeug, ne? Hier habe ich das schon entfernt. Da. Minus 1 ist der ganze Friedhof. Grab reparieren, fantastisch. Das sieht deutlich besser aus. Wäre mal interessant, ob die dann nach gewisser Zeit von alleine zerfallen. Weiß ich nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Na gut, da ist 100% Zustand. Sah gerade zumindest nicht so aus. Okay. Ich habe tatsächlich eine Null-Qualität. Ey. Ich habe einen neutralen Friedhof. Immerhin. Und hier habe ich eigentlich, das ist eigentlich komplett Käse. Warte mal. Ich habe überall Grabsteine. Ist der Schrott? Kann ich reparieren? Okay. Null. Das ist so ein äußerst potenzielles Grab hier. Und nicht genug Energie. Klar. Erstmal Fleisch reinpfeifen. Plus 1. Ich habe 3 habe ich jetzt. Mist. Okay. Knapp, ne? 2 fehlen noch. Es ist durchaus bald machbar. Aber ich kann im Moment nicht viel machen. Behaupte ich jetzt. Da liegt Eisenzeug rum. Okay. Das heißt, ich kann jetzt... wahrscheinlich brauche ich noch mehr Eisenstöcke. Oder... Warte mal. Halt mal. Das ist immer noch das Falsche. Bauen wir uns Werkzeuge. Und zwar... muss ich gucken, was ich habe. Ich habe immer noch eine rostige, billige Axt. Okay. Axt. Wäre lustig, wenn ich die Axt mit der Axt herstellen würde. Das bringt unheimlich viel, ne? Da ist die Axt. Der benutzt aber trotzdem die... Ah, ich kann auswählen, welche er nutzen sollen. Aha. Aha. Kann man hier eigentlich rein? Nö, schade. Interessant. Okay. Ich werde nochmal, will noch einen Grabstein basteln. Ach komm. So viel Zeit muss sein. Und noch ein Steak. Schön ganze Steaks. Ich hau mich nochmal ganz kurz ins Bett hier rein. Das sollte schon mal reichen. Ich will nämlich nur nochmal kurz den Grabstein da hinknüppeln. Da sagt er, ich fühle mich so erfrischt. Also in dem Tempo, ne, wo er jetzt hier wieder aufgewacht ist, hat vielleicht eine Stunde geschlafen. Wenn ich eine Stunde schlafe, fühle ich mich danach nicht erfrischt. Normalerweise nicht. Zumindest nicht, wenn ich vorher sehr müde war. Aber er ist halt speziell. Er ist immerhin Friedhofswärter, ne? Von daher, das passt schon mal. Auch wenn er das nicht freiwillig ist. Ist auch krass, wie schnell er sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. Ist wirklich enorm. Oh, so viel Potenzial. Oh, ich komme dann auf 5. Fantastisch. Das heißt, wir haben das jetzt hier gemacht. Ich muss nur warten. Da. Bis der Kasper dann hier wieder aufkommt. Wahrscheinlich tagsüber. Oder an manchen Tagen zumindest nur. Ich weiß nicht mal an welchen Tagen. Okay. Aber hey, wir haben was gemacht. Wow. Was brauche ich für die Blumenbeete? Achso, Torf und Blumen. Torf können wir uns ja bald herstellen, ne? Wenn ich irgendwas gefunden habe, was ich da verrotten lassen kann. So, das heißt, ich mache eine Aufnahmepause. Danke fürs Zuschauen hier bei... Ich wollte Stardew Valley sagen. Bei Graveyard Keeper. Und... Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Adieu.